Es war so ganz gezielt von mir sogar, dass ich gar nicht in eine große Stadt wollte und gar nicht in ein universitäres Haus, wo ich mir schon immer schwer getan habe, ein bisschen mit der Ellenbogengesellschaft da mitzugehen. Ich habe aber frühzeitig schon im Studium für mich beschlossen, Kardiologe zu werden. Da hört man sich natürlich um und da war es natürlich so, dass Herr Brachmann als einer der Leuchttürme da schon rausgestochen hat. Und wir haben hier die Möglichkeit, das gesamte Spektrum der inneren Medizin und insbesondere der Kardiologie abzudecken. Als Leiter der Kernspintomographie hier in Coburg ist es natürlich so, dass ich da eine große Zukunft sehe in dieser Ausbildung. Auch hier die Chance sehe, junge Kollegen in dieser fantastischen Technik auszubilden. Für mich persönlich ist es so, dass ich meine Ausbildung hier begonnen habe und auch hier bis zum Facharzt gegangen bin, bis zum Oberarzt gegangen bin. Das erleben wir auch immer wieder, dass wir junge Kollegen direkt von der Universität bis zum Facharzt durchbegleiten, weil sie einfach hier nicht wechseln müssen, sondern wirklich hier die gesamte Ausbildung genießen dürfen.